Können Sie sich noch erinnern, als 2008 hier auf dem Paradeplatz die Jungsozialisten demonstrierten? Sie haben sich darüber aufgeregt, dass die Bankangestellten zu hohe Löhne haben. Ich habe das nie wirklich begriffen. Warum sollen die Sozialisten plötzlich sich darüber aufregen, dass die Arbeitnehmer zu viel verdienen? Sie sind doch da, die Arbeitnehmer zu schützen. Die Jungsozialisten, meine Damen und Herren, sind da noch etwas grün hinter den Ohren, wenn sie denken, dass es sich dabei um Abzockerei handelt. Viel, viel wichtiger ist eine ganz andere Abzockerei, nämlich die Abzockerei in der Säule 3. In der Säule 3, ja, meine Damen und Herren, werden die Jungsozialisten über die nächsten 30 Jahre, wenn sie sparen, 70.000 Franken verlieren. 70.000 Franken bezahlen jede Schweizerin und jeder Schweizer zu viel, wenn sie in der dritten Säule sparen. Und warum ist das so? Nun, ganz einfach. Die Zinsen sind extrem tief, das wissen wir schon. Man kann also nur noch etwas verdienen, wenn man in Wertschriften das Geld anlegt. Und das kann man in der Säule 3. Wir haben angeschaut, was man in der Säule 3 für Wertschriftenanlagen tätigen kann, und es sind primär 3A-Fonds. Wir haben alle 3A-Fonds angeschaut und das Resultat sehen Sie hier auf dieser Grafik. Rot sind die Kosten der 3A-Fonds aufgeführt. Im Durchschnitt sind das 1,1%. Und blau sind die Kosten aller anderen Fonds, die nicht in der dritten Säule sind. Im Durchschnitt sind das 0,27%. Sie bezahlen also in der dritten Säule 0,83 im Durchschnitt mehr als in einem normalen Aktienfonds. Und diese 0,83, denken Sie vielleicht, sind nicht viel Geld. Wenn Sie die 6.800 Franken einzahlen und jedes Jahr die 0,83 bezahlen, sind das ja nur etwa 50 Franken. Das Problem ist aber, dass Sie diesen Betrag über 30 Jahre jedes Mal einzahlen. Also auf eine Einzahlung 30 mal 50 Franken, das sind schon 1500 Franken. Es kommt aber noch viel schlimmer, denn Sie haben ja auch noch Zinsen auf dem Geld und bezahlen so auch mehr Kosten. Und wir haben mal geschaut, was das Sie genau kostet über diese 30 Jahre. Wenn Sie jedes Jahr Ihren Säule 3a-Betrag einzahlen, dann sehen Sie, hier kostet das bei 1,1% Kosten ganze 100.000 Franken. Das sind 70.000 Franken mehr, als was Sie bezahlen würden, wenn Sie außerhalb der dritten Säule sparen. 70.000 Franken, liebe Sozialisten und auch liebe Kapitalisten, ist sehr viel Geld. Die wahre Abzockerei, die befindet sich in der Säule 3.